Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Richtig, das ist ein QR-Code. Was das ist, wie man sie erstellt, wofür man sie brauchen kann, darüber geht es in dieser Folge. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. QR steht für Quick Response. Das ist eine Grafik, hinter der sich weiterführende Informationen nochmal verbinden, die man einfach einscannt, abfotografiert und man mit seinem Smartphone oder Tablet eben diese weiterführenden Informationen aufrufen kann. Das ähnliche Prinzip kennen wir von den Barcodes in den Einkaufsläden und Geschäften. Das ist ein kleiner Strichcode, der wird an der Kasse gescannt und sofort sehen Kassiererinnen und Kassierer, was sich hinter diesem Code verbirgt, was der Artikel kostet, wie viel Bestand noch auf Lager ist, etc. Genau das Gleiche können wir auch selber mit QR-Codes machen. Wie wir QR-Codes erstmal erstellen, das ist unheimlich einfach. Geben Sie einfach mal in eine Suchmaschine QR-Code-Generator ein, wie jetzt hier abgebildet, und Sie werden auf jede Menge Dienste stoßen, mit denen man kostenlos solche QR-Codes eben generieren kann. Ich selber nutze immer GoQR.me, wo es einfach möglich ist, mit wenigen Schritten Informationen mit einem QR-Code zu hinterlegen. Und nun habe ich jetzt hier die Möglichkeit, entweder einen Link, also eine Webadresse, einen Textinhalt, eine Kontaktadresse zu hinterlegen, ja auch wieder eine Kontaktadresse mit Inhalt, eine Telefonnummer oder einen Termin. Das heißt, die Möglichkeiten, wie ich einen QR-Code nutzen kann, die sind unheimlich vielseitig. Und ich habe somit die Option, mit einer kleinen Grafik ja Informationen sehr schnell auch zu verteilen und auch zur Verfügung zu stellen. Ich wähle jetzt hier einfach mal eine URL-Adresse und zwar https. Und sehe, dass es hier direkt auf der Seite auch eine Live-Vorschau gibt, die ich entweder einbetten oder hier auch in verschiedenen Größen und Qualitätsstufen herunterladen kann. Um nun aber diesen QR-Code mit dem Smartphone auslesen zu können, brauchen wir eine App dafür. Apps gibt es wie Sand am Meer in den Play Stores, in den App Stores kostenlos wie auch kostenpflichtig, mit Werbung, ohne Werbung. Da kann man sich einfach mal durchklicken oder auch durchlesen und mal informieren. Oder man hat ein Smartphone, wie zum Beispiel jetzt das iPhone, was ich hier habe, wo es möglich ist, mit der Kamera-App direkt diesen QR-Code zu scannen. Und Sie sehen, sobald ich nur die Kamera draufhalte, wird mir hier oben schon der Link angezeigt, den wir vorhin angegeben haben. Ich kann aber nicht nur links hinter QR-Codes verbinden, sondern wie vorhin auch schon gesehen, ist es möglich, ja, auch andere Informationen, Ortsinformationen, GPS-Koordinaten, Kontaktadressen etc. alles hinter QR-Codes zu verbinden. Und die Einsatzmöglichkeiten, die sind wirklich vielseitig. So viel jetzt erstmal zum Thema QR-Codes. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die einfach in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.